Oh, dieses Handy ist so kacke, das ist schon der vierte Versuch. Es ist zwar jetzt sehr dunkel, ist gerade die Sonne ein bisschen weggegangen. Ich mache das Licht aber nicht an. Zum einen hasse ich künstliches Licht, zum anderen habe ich gerade irgendwelche Frauen von draußen angeguckt. Ich stehe hier nur in Unterhose. Und ohne Licht gucken meistens keine Leute rein. Dann sehen die nicht so viel. Ja, also das ganz untere Paket sieht man nicht. Es sind 8 Pakete. Die haue ich jetzt raus. Mit 2 Leuten und 2 Rucksäcken kein Problem. Ich habe auf eBay halt Sachen verkauft. Thema Minimalismus. Hier dieser Tisch, der ist mit eigentlich nur so Fahrschulunterlagen und von Nicole irgendein Täschchen mit Schminkkram und einem Bildschirm. Und sonst nur Kleinkram. Also hier so ein paar kleine Sachen, USB-Sticks und so. Stand hier alles halt voll mit diesen Tablets und Laptops. Sind alles im Schnitt 10 Jahre alte Geräte gewesen, Gebrauchtware halt, die eh schon existiert hat, für im Schnitt 50 € pro Gerät. Und die habe ich jetzt halt wieder verkauft. Ich habe sehr viel, extrem viel Erfahrung gesammelt, also extrem viel, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Wenn ich mir denke, wie ich vor 3 Jahren drauf war bei einem Laptop-Kauf, wie null Ahnung ich hatte im Vergleich zu jetzt, also null. Und damals konnte ich schon Leute beraten und gut beraten, aber im Vergleich zu jetzt ist das einfach null Wissen gewesen. Und jetzt kann ich halt sogar Laptops komplett reparieren und bis in den elektrotechnischen Bereich rein modifizieren und alles und eine Perfektion an Beratungen bieten, wie ich sie bisher bei ja, sehr, 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 sehr wenigen Leuten sehe. Und das hat mir also sehr viel Erfahrung gebracht und sehr viel Spaß. Braucht die ganzen Geräte aber nicht, habe jetzt aber trotzdem ein halbes Jahr bis ein Jahr gebraucht, um loszulassen. Also andere sind wiederum erst ein paar Wochen alt, die ich jetzt direkt wieder verkauft habe. Von anderen brauchte ich halt länger, um dran loszulassen, weil wir halt sowieso jetzt ausziehen, bald Wohnung gekündigt haben und uns schon Wohnmobilmodelle angeschaut haben, entweder Mercedes T1 Modelle mit Dieselmotor, die problemlos auf Pflanzenöl laufen, weil die Vorkammer Diesel haben, keine Direkteinspritzung und einen Saugdiesel, einen alten. Und Donnerstag wollen wir uns noch einen Opel Blitz anschauen. War beides hier in Neukölln. Und ja, Grundstück hatten wir jetzt auch gefunden für extrem günstig Geld. Also wir haben momentan knapp 6.000 € zusammengespart und so weiter. Und durch diese ganzen Laptop- und Tablets-Verkäufe habe ich 1.000 € jetzt nochmal gemacht gehabt. Und ja, aber wir wollen ein Wohnmobil für 2.500 circa nehmen, maximal 3.000. Das reicht vollkommen, so ein Oldtimer. Grundstück hatten wir aber auch angeguckt. Wir haben uns ganz viel. Auch wenn jetzt dieses Bild nicht dazu passt, was ich erzähle, aber ich schreibe halt immer gerne ab. Mach so ein Update. Genau, auf dem Handy, ich halte das immer unten gerne fest, weiß auch nicht. Fühlt sich am besten an, dann bin ich so irgendwie variabler und so bin ich so fest irgendwie. Aber da ist dann halt bei Android dieser Zurück-Button, weil ich habe hier noch Hardware oder halt dedizierte Buttons, die nicht auf dem Display sind. Das hatten die Handys damals, wer sich daran erinnert. Und da bin ich dann halt jedes Mal, man hat dann halt ein Zurück registriert und dann ist natürlich das Video ausgegangen, deswegen habe ich jetzt 4 Versuche gebraucht. Egal. Ich erzähle einfach so ein bisschen halt update-mäßig. Also wir hatten uns Grundstücke erstmal online angeguckt und haben jetzt nach 2 Jahren circa, wo wir uns überhaupt angefangen haben mit dem Thema zu beschäftigen, auch in Ungarn waren und so weiter, haben wir jetzt herausgefunden, welche Regionen für uns sich extrem gut anfühlen. Wir haben auch Portugal sehr stark überlegt und so weiter, aber nirgendwo hat unser Herz direkt und vor allen Dingen stark angeschlagen. Da gibt es jetzt bisher 2 Regionen. Das ist einmal die Lausitz, nicht unbedingt die Oberlausitz, sondern die Westlausitz beziehungsweise Westlausitz plus den Bereich um Görlitz herum im ehemaligen oder ja ehemaligen Schlesien. Ich weiß nicht, ob das wie das heute halt bezeichnet wird oder ob halt die, ob es diese inoffizielle, ja die inoffizielle Bezeichnung wird, glaube ich, immer noch verwendet. Also es ist halt Görlitz ist die östliche Stadt Deutschlands und angeblich auch die schönste und damit stimme ich auf jeden Fall zu 100% überein und hat gleichzeitig extrem wenig Einwohner, Einwohnerdichte auch und die Sonne ist da so ähnlich, also ich kann es nicht genau beschreiben, die Farbe der Sonne ist richtig geil, die ist nicht so,
Ja, die ist irgendwie weicher und mehr Gelbanteil drin. Und ich weiß nicht, das ist genau das, was ich immer gesucht habe und Nicole auch und was wir auch in Ungarn gesucht und gefunden haben, also speziell bei der Sonne her. Was aber auch in Polen, wo Nicoles Familie herkommt und meine Familie zum Teil auch, auch der Fall ist. Und in Rumänien und diese ganzen slawischen Länder. So osteuropäisch, aber bis hin aus südosteuropäisch. Und in Görlitz ist halt der Bereich Schlesien, der zum größten Teil heute in Polen liegt, wo mein Opa auch herkommt, unter anderem. Und da gibt es halt einen Fitzel von Schlesien, der bis ins heutige Deutschland noch reicht. Und der geht halt über Görlitz hinaus bis an die Grenze circa der Westlausitz. Und bis zur Westlausitz und so weiter. Das ist halt eine Region, die fühlt sich für uns richtig magisch an und wie zu Hause einfach, so richtig krass. Es könnte halt was Genetisches sein. Aber das ist das, was ich immer nicht nur gesucht habe, sondern was wo mein Herz so richtig extrem nach gelüstet hat. Also richtig schmerzhaft, extrem schmerzhaft. Eine andere Region wäre aber auch die Südpfalz. Da kommt mein anderer, also mein Uropa her, aber von, also der Vater von meiner Oma. Aber der Mann von meiner Oma. Der kommt aus Schlesien ursprünglich, musste halt flüchten. Und der Vater von der Frau meines Opas sozusagen, die kommen aus der Pfalz, da war ich auch schon öfter, aus der Südpfalz. Und da wohnt auch fast keiner. Das sind also Mini-Dörfer mit 160 Einwohnern. Da kommt mein Opa her, hat da so einen riesen, extrem großen Hof mit Gasthof. Und da ist ringsherum extrem viel Natur, noch krasser als hier im Bereich Brandenburg und Sachsen. Das ist richtig extrem oder halt ungefähr genauso, aber die Art und Weise bei den Dörfern ist so, dass es halt so ringsrum ist. Und da ist halt auch diese spezielle Sonne und da geht halt auch noch geografisch so ein Teil von Frankreich bis oben, weil es interessiert die Natur ja nicht, welche Grenzen Menschen irgendwie festgelegt haben auf irgendeiner Europakarte, Weltkarte. Sondern das ist halt wirklich so, da ist ein Nationalpark in Frankreich und der geht halt sogar rein bis in die Südpfalz und da ist auch Frankenstein zum Beispiel die Stadt. Also das ist echte Frankenstein und da sind ganz viele Ritterburgen und alles. Also, aber sehr wenig Menschen und sehr wenig Großstädte. Also ja, sehr, sehr wenig Großstädte. Und da ist die Sonne auch wieder so krass. Und ich war da ja auch schon als Kind öfters. Das ist so ähnlich wie in Südbayern oder Südbaden-Württemberg oder halt in noch südlicheren Ländern oder osteuropäischen, südosteuropäischen Ländern. Eine südlichere Sonne, sage ich einfach mal. Und das finde ich extrem geil. Das geht halt auch bis in die Südpfalz und trotzdem ist es halt Deutschland. Und mich zieht es in beide Regionen extrem magisch an. Wir wollen uns das einfach mal anschauen. Boah, habe ich jetzt viel darüber geredet, das gibt's gar nicht. Ich wollte doch über diese Pakete reden, die ich die ganze Zeit sinnlos filme. Ja, also habe jetzt viel losgelassen bei den Paketen. Das wollte ich eigentlich nur kurz sagen, dass ich die jetzt abschicke. Hat jetzt die speziell diese 8 Pakete haben nicht viel Kohle gegeben. Das sind wie gesagt alles Gebrauchgeräte. Aber ich hatte davor noch zwei zurückgeschickt. Also insgesamt sind es 1.000 € gewesen. Ich habe, glaube ich, insgesamt knapp 2.000 bezahlt innerhalb von 2 Jahren. Und habe das aber auch dann exzessiv genutzt und sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und jetzt habe ich momentan keinen wirklichen Laptop, sondern nur noch so ein billiges, ja nicht billiges, aber ein Tablet. Ein Surface 3 Tablet. Also mit vollen Windows drauf, aber mit shitty Atomprozessor, mit so einem ganz kleinen Prozessor, wenig RAM und so, das ist alles nichts Wahres. Und noch ein altes ThinkPad, was ich jetzt übrig gelassen habe, was mein Lieblings-ThinkPads von allen ist. Aber das auch, es ist halt noch langsamer, es ist extrem langsam. Das ist das T60 oder T60P. Da ist noch das alte IBM-Logo drauf statt Lenovo. Also es noch nicht, als IBM noch nicht Lenovo wurde, aus marktpolitischen Gründen. Aber das müsste ich halt jetzt erstmal aufrüsten. Das heißt, mit dem Mainboard, oh, das ist eine zerstörte Tür, mit dem Mainboard eines neueren ersetzen. Das funktioniert mit einer Generation des T61. Dafür muss ich nämlich erstmal noch ein Gerät finden. Da habe ich bisher bei eBay gar keins gefunden. Da muss ich halt noch so ein Gerät holen. Eine Nummer kleiner, aber eine Nummer neuer. Und dafür das Mainboard, die Hauptplatine, hier rein verpflanzen. Oh, es nennt sich dann Frankenpads. Ich habe gerade von Frankenstein geredet. Geiler Zufall wieder.
Ja, ich kriege ständig solche Zufälle, jeden Tag 1000 vom Universum, keine Ahnung. Es hat halt, es frisst momentan auch maximal 3 GB RAM, 2 sind drin. Lohnt sich jetzt halt nicht aufzurüsten, wenn ich eh erst noch eine neue Platine reinpacke, dann frisst es halt 8 GB RAM. Ist dann mehr als mein Tablet jetzt auch hat und kann auch eine fette externe Grafikkarte anschließen und sowas. Ich kann es auch modifizieren, dass ein Quad-Core drin läuft. Quad-Core-Prozessor. Hat einen sehr, sehr geilen Bildschirm. Aber ist momentan halt so, wie es gerade ist, extrem langsam. Also Windows XP ist sogar extrem langsam drauf. Davor hat es sogar nur 1 GB RAM. Habe ich jetzt auf 2,5 GB schon hochgeschraubt, weil ich zufällig so einen RAM-Riegel noch da hatte. Ansonsten habe ich eigentlich momentan jetzt nur noch das alte Surface 3 Tablet. Und das war's. Ja, deswegen werde ich mal demnächst, weiß ich jetzt nicht wann, ein mittelaltes ThinkPad für 80 € anschaffen, T430 oder so, wo 16 GB RAM reingehen, Quad-Core-Prozessor und alles. Ja. Ja, auf jeden Fall minimalisiert. Wir haben eigentlich sehr gut beide jetzt minimalisiert. Gucken uns, wie gesagt, Wohnmobile an, Oldtimer. Wo alles läuft, also wo jetzt nichts kaputt ist, die auch noch TÜV haben und so weiter, keinen übermäßigen Rost und sowas. Ist aber sehr viel kleiner als ich dachte, als wir dachten, als wir mal in einen reingegangen sind. Es war schon sehr großer, also 5,70 Meter lang, aber 5,68 Meter oder so, 2,26 Meter breit und 2,70 Meter hoch, also vom Boden aus gesehen, von der Radunterseite, wie man es sagt. Trotzdem, als ich reingegangen bin, mein Kopf stößt halt fast an der Decke an. Es war von der Breite nichts und von der Länge. Es hatte jetzt ein Bett, was halt nur 1,35 Meter lang war. Also breit war 1,90 Meter, es geht. Aber ich hätte gerne ein Bett, was 1,90 Meter mal 1,90 Meter ist oder 2 Meter mal 1,90 Meter, irgendwie sowas, damit man auch in der Länge liegen kann. Das ist mir wichtig. Und auch wenn man das Bett zur Rundsitzecke umbaut, dass man da halt auch super bequem sitzen kann. Ja, es geht das Licht, also die Sonne geht wieder ein bisschen zurück. Genau, und da hatten wir uns erst eigentlich für 6,8 einen angeguckt, einen Mercedes, der halt richtig genial war. Aber es sollte nicht sein, der, also eigentlich war es 8000 VW Euro, haben 6,8 gesagt und der ist auf gar keinen Fall mehr als 6,8, hat auch sehr viel nicht funktioniert. Also viele, die meisten Sachen, die nicht funktioniert haben, die haben uns nicht interessiert, wie zum Beispiel irgendwie, dass die Wasserschläuche veraltet sind, weil wir wollen keine Wasserschläuche benutzen, um fließend Wasser zu haben. Das interessiert uns null. Im Gegenteil, sowas wollen wir raus minimalisieren. Aber wir haben sich dann trotzdem für jemand anders entschieden. Sollte nicht so sein, ist im Nachhinein auch gut so. Wir wollen gar nicht so viel Kohle ausgeben, für was, was uns eigentlich eh zu klein ist. Aber der Opel Bedford Blitz, der hat es mir schon sehr angetan, ist gleichzeitig aber sehr kompakt, sieht dann aus wie ein aufgeblasenes Auto, hat aber genauso viel Platzangebot wie Mo Wohnmobil. Und das ist dann ein super Kompromiss. Ja, und diese Grundstücke, wie gesagt, haben wir uns angeschaut, erstmal online und von unserem Herzen her, sag ich mal. Und das machen wir aber erst, nachdem wir ein Wohnmobil haben, falls das Universum uns überhaupt dazu anleitet, dass wir ein Wohnmobil kriegen sollen. Weil der Besichtigungstermin für den Opel Blitz in Neukölln, das ist auch schon irgendwie 2 Wochen lang verzögert worden. Gleichzeitig hat eBay Kleinanzeigen das aber automatisiert das Angebot rausgenommen, sodass das keiner mehr sehen kann, außer wir. Und das ist auch schon 3 Monate drin, die kriegt das nicht los. Und das ist auch so eine Hippie-Braut, sage ich mal. Also ähnlich unsere Wellenlänge mäßig. Aber genau, Grundstücke gucken wir uns dann erst danach an, eins nach dem anderen, nicht beides gleichzeitig irgendwie. Keine Ahnung, warum wir immer so komisch sind, dass wir immer alles gleichzeitig machen wollen. ADHS-Style oder so. Und dann fahren wir damit erstmal rum und schauen uns diese Ecken auch mal an. Portugal, Südpfalz, Westlausitz, Görlitz-Bereich. So, wir haben uns auch Dokus, also etliche, nicht nur Dokus, auch andere Berichte und so weiter über andere Teile angeschaut. Allgäu fanden wir erst interessant, aber da ist mein Herz einfach überhaupt nicht und damit kann ich mich auch gar nicht identifizieren. Bayern sowieso nicht, auch von der Politik her ist für mich sowieso ein eigenes Land. So, für mich ist es fast so schlimm wie Österreich. Also, was heißt schlimm, aber ich finde die Politik da einfach und teilweise Menschen schon ziemlich stumpf und
böse, also Dämonen besetzt irgendwie. Ich finde das krass. Norden interessiert mich gar nicht, auch so von der Sonne her. Jetzt in Berlin ist extrem geil. Das ist aber auch mehr Osten noch so. Also momentan ist halt in Berlin heißer als in Portugal. Und das die letzten Sommer, letzten 2 Sommer auch schon, das fand ich sehr, sehr geil. Also Berlin mag ich schon, Brandenburg dann vielleicht auch, Vorpommern interessiert mich nicht so. Mitteldeutschland, das hatten wir uns auch angeguckt, ist extrem magisch, aber kann sich mein Herz null mit identifizieren. Aber wer das kann, finde ich fast schon den geilsten Teil von Deutschland. Also wenn ich jetzt objektiv betrachten könnte und wenn es auch möglich wäre, dann würde ich das als das Geilste ansehen, aber mein Herz ist trotzdem woanders. So. Nordrhein-Westfalen ist für mich eh komplett durch. Ja, mal schauen. Südschweiz kann ich mir vorstellen. Südfrankreich hatten wir uns auch noch halt klar angeschaut, aber von der Energie her, also die Menschen, die erzeugen ja ein Energiefeld und was da halt für ein Energiefeld erzeugt wird, auch in die ablegenden Regionen und diese gesamten Matrix dieses Landes, was uns auch bei Ungarn letztendlich extrem abgestoßen hat, wirklich extrem, es war extrem dunkel, das hat uns bei Frankreich auch abgestoßen, also jetzt schon nur vom Anschauen her, also wir müssen auch nicht unbedingt irgendwo hinfahren oder so, das macht gar keinen Sinn. Einfach seine Intuition vertrauen. Also, Nicole ging es überhaupt nicht gut in Ungarn, wie das alles gemerkt hat, weil es hat sie extrem an ihre Kindheit erinnert, an die slawischen Länder, wo sie halt aufgewachsen ist und so weiter. Ja, ich filme die ganze Zeit diese Kacke, ne? Das gibt's gar nicht. Film ich mal diese Kacke. Okay, ja. Jetzt haben wir auch eine Mieterhöhung reingekriegt, wie im ganzen Neuköllner Bereich hier. Über 40 Euro. Und haben uns gedacht, oh, ja, wir kündigen ja eh. Tschüss. Führerschein macht Nicole noch, ich hab keinen. Will eigentlich auch gar keinen. Was ich auch geil finde, wenn mit Fahrrädern unterwegs sein, wo man hinten so einen fetten Anhänger, wirklich einen fetten Anhänger, wo man auch drin liegen kann mit Überdachung, dran packt. Und dann zu zweit da los. Ginge vielleicht sogar mit Hunden, aber irgendwie haben wir uns doch erstmal für Wohnmobil entschieden, auch wenn jetzt nur einer einen Führerschein extra dafür macht. Beide Parallelführerscheine dafür machen, hätten wir auch kein Geld gehabt. Sind ja auch knapp 2000 Euro. Ja. Projekt läuft soweit, bald starten wir das Crowdfunding. Diese Woche wird das vorbereitet. Dieses Wochenende. Kraftsport läuft bei mir super. Geht immer besser, aber super. Ja, es sind ein paar Monate noch, dann sind wir hier endlich raus. Wir können es die ganze Zeit schon nicht abwarten. Wir warten jetzt schon, keine Ahnung, seit einem Jahr oder so oder länger. Und die Hunde vor allen Dingen auch, die noch ihren eigenen Garten nicht haben. Ansonsten würde ich sagen, erzähle ich über die folgenden Projekte mehr im nächsten Video. Wir es auch handhaben wollen mit Hunden und allgemein mit Wohnmobil. Aber da ist das eh noch nicht so weit, wäre es erstmal welche angucken und so weiter, wäre das jetzt eh schon wieder mal zuvor gegriffen. Momentan ist halt, steht halt das hier an, diese Sachen wegbringen und verkauft haben und keinen ordentlichen Laptop mehr haben, wo ich momentan vernünftig dran arbeiten könnte, was für unser Projekt natürlich jetzt nicht optimal ist. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich doch halt einen Hunderter oder so abzwacke von unserem Ersparten, um wenigstens einen vernünftigen Laptop zu haben, den dann auch dauerhaft zu haben für die nächsten 10 Jahre oder so, weil ich habe jetzt halt wirklich sehr viel durchprobiert. Ich habe insgesamt, glaube ich, also ich will nicht lügen, ich habe, glaube ich, 50, 60 Geräte durchprobiert die letzten 2 Jahre. Alles dabei, alles an Tablets auch, alle Betriebssysteme. Ja, bisher gefällt mir, ja, kann ich sagen, das T430, das ThinkPad gefällt mir extrem gut, das T440p aber auch, das hatte ich dreimal, weil ich es an einmal meine Eltern, einmal an Freunde, an Freunde oder an Bekannten ja, für die besorgt habe, zusammengebaut habe, aufgerüstet habe. Bin damit auch, soweit ich weiß, extrem zufrieden mit. Ansonsten als kleinere, mobilere Variante, das X220 hatte ich auch noch nicht gehabt, ich hatte schon das X230. War ich nicht so begeistert von, aber die Probleme, die das X230 hat, das soll das X220 nicht haben. Das wäre halt so das nächste. Ich hatte das X201 noch, da war ich auch extrem begeistert von, ist aber für meine alltäglichen Zwecke doch ein Ticken zu langsam. Auch wenn es halt gewisse Vorteile gegenüber das X220 hat. Ja,
Genau, diese ganzen neuen Geräte sind mir. Ja, die Features, die haben, die brauche ich nicht unbedingt. Und dafür dann irgendwie 800 € neu zu bezahlen, statt irgendwie 80 bis 200 € für ein älteres, was mehr Charme, auch mehr Charakter hat, habe ich nicht so einen Bock drauf. Ich habe halt auch schon so drei von diesen neuen Geräten auch mal ausprobiert gehabt. Da war ich überhaupt nicht begeistert von. Okay, dann mache ich mal Ende. Ist schon über 20 Minuten. Ciao.